Oh, Gummo Gummo und je, ich bin's wieder mal, euer Yokai-Schweinegott und wir befinden uns heute hier in Puni Puni im Krämerviertel, immer noch muss man sagen, aber wir werden heute den Boss klatschen und es wird sehr lecker. Und es wird noch besonders leckerer, wenn wir über den Yokai Watch Anime sprechen und warum er womöglich in Pause gehen könnte oder warum er in Pause, ja, das ist genau das. Es wird sehr lecker. Daumen nach oben sehr gerne reinhalten für den geheiligten Support. Ja, vielen Dank, meine Brodingo-Innens. Und lasst gerne einen Abo-Klingel-Moment da. Schallert sie rein. Macht Benachrichtigung auf alle. Und dann wird es ganz besonders schmecken. Da bin ich mir sicher. Danke für jedenfalls für alle, die es getan haben. Die Ehrenbrüder. Jetzt aber hier. Dr. Kling. Wir werden heute erklingen und werden ihn mit seinen eigenen Klingen an den Händen, da fällt mir jetzt kein anderes Bedeutungswort für Klingen mehr ein. Vollkommen egal, wir gehen rein. Let's go und moin. Sollte natürlich absolut easy sein. Macht er denn, kriegen wir schon, ah? Jupp, Schaden, geht rein. Perfekt. Sehr schön. Ist das hier ein Bosskampf, bei dem man prinzipiell, ich sag mal, unendlich lange drin bleiben kann, you know? Also, solange ich halt eben heile mit eben hier dem Koma Hikari. Hikari Koma, so nenne ich den jetzt. weil das Ding ist, Dr. Kling hat sich ja zumindest im Hauptspiel in Yokai Watch 1 immer geheilt, oder nicht? War das nicht so? Ich bin mir zumindest sicher, dass es so ist. Und da konnte man ja auch quasi mäßig unendlich, theoretisch unendlich, Erfahrungspunkte farmen, wenn man eben seine, ich sag mal, wie hieß das nochmal? Huch, jetzt fällt mir der Fachterminus dafür nicht ein. Wenn beseelte Yokai einen Glückspilzmoment reinschallern. You know? Aber wir machen natürlich jetzt hier kurz einen Prozess mit dem Bro, weil lange wollen wir jetzt hier auch nicht drin hängen. Ja, logisch. Mhm. Na klar, hauen sie rein. Jetzt natürlich nicht die höchste Punktzahl, aber damit bin ich fein. Schleifer, also ich habe auch das Gefühl, uns wurden Seelenanzeigen geklaut von dem Arsch. Diese miese Arschsau. Oh je. Also dann. Nein, ich will das Spiel immer noch nicht bewerten im AU-Market. Also lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Aha! Und die Kanalisation. Oh je. Wir gehen da natürlich bald hinein. Aber zurück ins Event. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wegen die Bruder. Oh je. Und rein. Ja, also kommen wir langsam zum zum großen Thema. Will ich das jetzt schon raushauen? So? Das ist ein Big-Thema, muss ich sagen. Ja, wenn man. Das Ding ist halt, ne? Ich habe da, muss ich ehrlich sagen, als Akihiro Hino, ihr erinnert euch, ich hatte im letzten Part über diesen Tweet geredet von ihm mit diesem Teaser der Yokai-Katze. Und ich hatte da eine Frage vorweggenommen, um die es heute eben, wie gesagt, gehen wird. Und zwar der Yokai-Anime. Immer noch, ne? Wir reden heute nicht mehr großartig über die Spiele-Serie und wenn, dann zu bestimmten Teilen. Lass mich ausholen. Ding ist der Yokai Watch Anime. Ne, wir im Westen, oder wir sagen wir besser mal hier in Deutschland, konnten leider nur mit, ich glaube, der ersten und da bin ich absolut ahnungslos, aber ich glaube, mit einem Teil der zweiten Staffel wurden wir bedient. I guess. Also ich glaube, das, was wir Yokai Watch technisch im Anime-Sektor bekommen haben, war bis zu einem Teil der zweiten Staffel rein. Und dann wurde damit aufgehört. Ich glaube, in gewissen Teilen Europas, in gewissen Ländern, ich glaube zum Beispiel Frankreich oder Spanien oder so, das war ja richtig wild da auch,
trotz der Tatsache, dass der deutsche Anime gestoppt worden ist, nicht mehr weiter lokalisiert worden ist, wurde der, glaube ich, in Spanien und Frankreich sogar noch immer und immer weiter betrieben. Ich weiß nicht, in welche Staffel noch rein. Da wisst ihr da am besten Bescheid, die ganzen Yokai-BrüderInnen da draußen. Ihr kennt doch die ganze Außenlore, sind wir uns doch mal ganz ehrlich. Na klar. Und daher klärt mich da sehr gerne auf. Und ja, ey. Was? Von wegen hier vorübergehend außer Betrieb. Ich wollte ja noch einmal diesen Fight machen gegen die Kackoma. Hallo? Hallo? Blubberlindo oder wie die hieß. Ranking wird ausgezählt. Oh je, das hat ja gerade erst aufgehört, right? Oh nein. Das ist natürlich cringe. Aber gut, ja. Beim nächsten Mal haben wir eine bessere Punktzahl. So einfach ist das. Und kriegen bessere Belohnungen dazu dann auch. Muss ja auch schmecken. Ja, muss ja auch sehr lecker schmecken. Aber ja, der Yo-Kai Watch Anime, der in Japan tatsächlich noch bis vor kurzem weitergeführt worden ist, mit regelmäßigen neuen Folgen, kommt jetzt zu einem jähen Ende. Jedenfalls fürs Erste, ja. Es soll nicht das Ende für immer gewesen sein. Das war Akihiro Hino sehr wichtig zu betonen. Es ist eine Pause. Man zieht sich aus dem TV-Anime-Sektor für eine gewisse Zeit zurück. Und in dem Moment hat man halt eben ein, I guess, und das war ja unser Konsens im letzten Part, ein neues Spiel angekündigt. Oder sagen wir, angeteased. Und zwar mit einem brandneuen Yo-Kai. Und da war ja mein Status Quo so ein bisschen, ich fasse das hier nochmal kurz zusammen, dieser neue Yo-Kai sieht für mich so anders aus, ne, ich mache jetzt hier auf gut Deutsch, dieser Yo-Kai sieht für mich so anders aus, als jetzt zum Beispiel ein Jibanyan, eine Jibanyan-Katze, also eine Nyan-Katze-like, dass ich das Gefühl habe, dass mit, ich sag mal, der Story rund um Nathan, rund um Lenzhausen, rund um den ganzen Sektor darum, eben die gesamte Lore um Nathan Adams und oder Katie Forrester, dass damit gebrochen wird und man schreitet ein in, man könnte sagen, nicht Yo-Kai Watch 5, aber ein neues Yo-Kai Watch mit neuen Hauptcharakteren, mit neuen Yo-Kai, siehe diese Katze. Ich hatte ja auch den Verdacht geäußert, dass es sich dabei um eine Glückskatze handeln könnte, die aus der Zukunft kommt, aber das ist nur mein Cup of Tea zu der Sache. Das ist gefährliches Halbwissen und nur Interpretation. Aber ja, so, ihr müsst euch halt vorstellen, und das hätte ich im letzten Part vielleicht noch sagen müssen, daher sage ich das jetzt nochmal, um es nachzuschieben. Es ist quasi jetzt so dieses andere Pokémon mit, ne, neue Generation von Yo-Kai Watch. Die neue, ne, so wie man sagt, die neue Pokémon-Generation. Jetzt mit Karmesin Purpur kam die 9. Pokémon-Generation raus. War meine Interpretation, ohne es auszusprechen. Ja, ich war lost. Es ist die 2. Generation von Yo-Kai Watch. You know, also man hat jetzt sehr lange Nathan Adams Storypfad ausgeschlachtet. Ne, das wäre ungefähr so, als hätte man Ash Ketchums Storypfad im Anime sehr lange ausgeschlachtet. Ne? Ihr seht langsam, glaube ich, wenn wir von Anime, Ash Ketchum, Pokémon-Anime, wurde nicht beendet, aber geht jetzt weiter mit neuen Hauptcharakteren. Ne? Könnte Akihiro Hino sich da ein bisschen, mal gesagt, abgeluxt haben? Hat der abgeguckt? Ja, war das eine Klassenarbeit und der hat sich gedacht, scheiße Bruder, ich habe nicht gelernt? Oder würdet ihr sagen, das ist zu viel reininterpretiert, wenn ich sage, man startet eben dann auch, ne, nach der Pause des Animes mit eben einer neuen Generation des Animes. Nicht mehr mit Nathan, vielleicht nicht mehr mit Jibanyan, aber das muss ja nichts heißen, weil Pikachu ist im Anime ja auch noch vertreten und es macht Sinn, wenn man Jibanyan noch drin lässt und auch Whisper, denn Whisper, es würde einfach fehlen, wenn er nicht dabei wäre, wisst ihr, wie ich meine? Er ist halt der Butler und er sollte meiner Ansicht nach
ich sag mal, wenn es zu einer zweiten Generation von Yo-Kai Watch kommen sollte, sollte er auch weiterhin mit dabei sein. However, wenn es irgendein anderer Butler sein sollte, der Ahnung hat, ein Yo-Kai-Pet hat, ist mir das auch recht. Was hast du gesagt? Yeah. Der innere Whisper mir hat gerade rebelliert. You know, also, das ist mein ganz persönlicher Spekulatius bei dieser Sache. Ich habe das Gefühl, dass Level 5 mit der Pause des Animes verschleiern will, dass es sich hierbei um das Ende der Nathan-Saga handelt. Ja, es wird dann, ne, nach meiner Analyse hier, ne, immer noch Analyse, so, wenn das wirklich wahr ist, dass der Yo-Kai Watch Anime pausiert wird, weil Level 5 wahrscheinlich gerade in den Vorbereitungen ist, einen neuen Hauptcharakter zu schreiben, an einem neuen Plot zu schreiben, etc., ne, neue Yo-Kai zu erfinden, die in dieses Thema, diese Welt reinpassen und so, ne, dass die daher erstmal ein bisschen pausieren und sich jetzt erstmal um das Spiel kümmern. Ergo den Anime auf das Spiel aufbauen. Und nicht wie bei Yo-Kai Watch, also Yo-Kai Watch 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Nicht mit Nathan, sondern eben mit neuen Hauptcharakteren. You know? By the way, immer hydratisiert bleiben, meine BrüderInnen. Immer. Auch wenn es draußen noch kalt ist. Ja, also, ich weiß, ich hoffe nicht, dass ich da zu viel reininterpretiere, wenn ich das sage, aber ich habe wirklich das Gefühl, Level 5 nimmt sich mit der Auszeit eben auch das Recht raus, absolut. Ich habe da nichts gegen, ich will nichts kritisieren. Ich finde, Level 5 macht momentan alles richtig, was sie nur richtig machen können. Ich weiß nicht genau, was für ein Sinneswandel das da gewesen ist in der Abteilung, aber sie wurden wahrscheinlich weichgeklopft. Aber hey, vielleicht, ne, ist auch ein Teil dieses Neumarketings bei Level 5 eben auch Yo-Kai Watch neu zu erfinden. So wie Pokémon es kläglicherweise in jeder neuer Generation versucht, sich neu zu erfinden. Ha, you know, weil sie es halt nie schaffen, weil Pokémon klar natürlich ein großes Genre ist und ein beliebtes Genre ist, aber natürlich nicht bedeutet, dass sie perfekt ist. Und natürlich keine Serie da draußen ist perfekt. Und mit Serie meine ich jetzt nicht mal TV-Serie, sondern auch wirklich legit Spielserie. Ne, daher, da will ich jetzt nichts anprangern, aber die Spiele, ne, und die vor allem die Art und Weise, wie die Spiele entwickelt werden, die Art und Weise, wie die Spiele aussehen, wie sie aussehen, die Art und Weise, wie die Story und so weiter ist. Wobei, da muss man sagen, Karmesin und Purpur ist da schon in eine mögliche, richtige Richtung gegangen. Ne? Aber ja, das ist halt auch nur so am Rande nebenbei bemerkt. Ne? Grafisch, performance-technisch war das Spiel absolute Überscheiße und so. Und oh, come on. Und da war Level 5 schon immer besser als Pokémon, wenn es um die Grafik geht. Und meiner Ansicht nach auch um das Storytelling der Spiele. Aber das ist auch nur meine Meinung, ne? Muss man jetzt nichts drauf geben, aber ich finde, ein Spiel, das mit einer Synchro versehen ist und mit Charakteren, die Profil haben, oder auch, um es anders zu sagen, die Charakter haben, ne? Nathan, Jibanyan, das sind alles Lebewesen, fühlende Individuen, der Veganismus-Quinch, ich muss immer daran denken, ja, es sind halt eben Persönlichkeiten, ne, das ist halt ganz wichtig und vielleicht war Level 5 der Ansicht, ne, hey, ne, jetzt hier, wo Pokémon den Anime mit neuen Hauptcharakteren besetzt, und neuem Plot, ne? Muss man ja auch sagen. Klar, in den bekannten Regionen, aber mit neuen Charakteren. Und vielleicht hat sich Level 5 das halt, wie gesagt, ein bisschen abgeguckt und sich gedacht, ne? Wenn sie einfach den Hauptcharakter einfach so mir nichts, hier nichts entfernen können, und das war Ash Ketchum,
für eine sehr lange Zeit, für über 20 Jahre, ne? Dass sich vielleicht Level 5 da auch dachte, dass sie sich vielleicht inspiriert fühlten und sich gedacht haben, hey, wait a minute, eigentlich keine so schlechte Idee mit der Timeline und dem Story-Arc rund um Nathan Adams oder Katie Forrester zu pausieren, eben weil uns auch vielleicht, wenn wir mal so drüber nachdenken, aufgefallen ist, dass der Storystrang ja doch schon langsam anfängt, ausgelutscht zu werden, you know? Also, ich meine, Yo-Kai Watch 1, 2 und 3, wobei 3 in Klammern, haben da schon ganz gut gezeigt, dass Lenzhausen schon sehr heftig ausgeschlachtet worden ist, right? Also, Lenzhausen-Neudorf haben wir sehr oft betreten. Auch in Yo-Kai Watch 4. Auch in Yo-Kai Watch 4. In anderer Form, aber sogar erweitert. Ne? Da hat sich Level 5 ja schon gedacht, lass mal nicht nur das, was wir schon kennen, sondern lass mal ein bisschen darüber hinaus designen. Und auch mal neue Untergebiete in den einzelnen Stadtgebieten, zum Beispiel Neudorf oder Innenstadt oder so, reininterpretieren. Ne? Und vielleicht ist auch da jetzt Level 5 so langsam an die Grenzen des Möglichen gestoßen und sich gedacht, okay, ne, jetzt nochmal Lenzhausen und die ganze andere Yokai-Welt, wie sie jetzt gerade existiert, zu erweitern, fällt schwer und fällt uns auch immer schwerer. Also, wie wäre es, wenn wir eben, wie gesagt, mit diesem Universum erstmal stoppen, es ad acta legen, aber uns dann eben um ein neues Setting, einen neuen Ort kümmern, einem neuen Gebiet, mit einem neuen Hauptcharakter, mit einem neuen Haupt-Yokai. Ne? Shibanyan ist dann vielleicht nicht mehr der Main-Yokai, vielleicht aber dann doch noch irgendwie und kommt vor. Ja? Also nochmal hier, Wild Take, ich weiß, vielleicht wurde ich schon von Level 5 debunked, weil sie das höchstwahrscheinlich in der Level 5 Vision Präsentation alles gezeigt haben und das halt entweder zeigt, ich habe hier komplett rumgeschwurbelt, oder vielleicht habe ich sogar einen Lucky Shot gelandet, ich weiß es nicht, aber wisst ihr, dieser Lucky Shot beruht auch eigentlich nur auf meine Interpretation, auf meine Analyse, auf die Art und Weise, wie gewisse Dinge von Level 5 in der letzten Zeit umgesetzt worden sind, ne? Wie gesagt, es kommt ja nicht von ungefähr, dass bei Level 5 wohl im Kopf ein Wechsel stattgefunden hat, dass es wohl vielleicht besser ist, doch wieder in den Westen zu exportieren und sich zu öffnen im Westen, dem westlichen Sektor, und eben auch alte Spieleserien, die sehr beliebt waren, zurückzubringen, so. Ne? Also, wie gesagt, viele Sinneswandel, die da bei Level 5 im Kopf entstanden sind. Und vielleicht passiert das dann eben dann nicht nur mit der Spieleserie. Und das Spiel, was dann rauskommt, heißt dann nicht mehr Yo-Kai Watch 5, weil das macht keinen Sinn. Weil Yo-Kai Watch 5 würde gehören zum Nathan-Story-Strang. Und vielleicht liege ich falsch und es hat dann doch wieder... Es ist Yo-Kai Watch 5 und es hat zu tun mit dem Nathan-Story-Strang. Aber nach meinem Ermessen und nach meinem, wie ich mir das vorstelle, würde es dann nicht mehr zu Yo-Kai Watch 5 übergehen, sondern in Yo-Kai Watch und dann der Name. Yo-Kai Watch N oder Yo-Kai Watch Titel einfügen, kurzer Titel einfügen, ich weiß es nicht. Eben eine neue Edition, so ähnlich wie das Pokémon macht mit Karmesin Purpur, dass sie eben vielleicht, ne, pro Yo-Kai Watch Generation, um darauf auch wieder zurückzukommen, dass sie dort eben in der einen Generation eben den Storypfad, den Storystrang, das Setting um eine Person erfinden, um eine neue Hauptperson erfinden und sie halt reinbringt in ein, wie gesagt, neues Setting, an einen neuen Ort, mit neuen Yo-Kai, mit neuer Story, mit neuen Hauptcharakteren, vielleicht mit Easter Eggs, ey, come on, da bin ich doch der Letzte, der sagt, nein, mein Gott, bringt Nathan, bringt Shibanyan da rein und Katie und wie sie alle heißen, Whisper, wenn er nicht auch schon trotzdem mit dabei ist, und alles ist Gucci, so, ne?
Und das ist dann halt eben ihre zweite Generation. Und wenn es dann an die, ich sag mal, ne, dritte Generation von Yo-Kai Watch geht, kommt wiederum ein anderer neuer Storystrang. Und eine These, die meine Behauptung stützt, ist der Fakt, dass Inazuma Eleven eigentlich, basically, das Gleiche getan hat mit der Go-Serie, right? Also es ging da ja nicht mehr Maintain wie hieß er nochmal, Mark Evans war es, glaube ich, sondern es ging ja um Arian, dem neuen Hauptcharakter. Klar hatte Mark immer noch zu tun mit der Spieleserie in einer gewissen Art und Weise. Und das wäre ja auch eine Richtung, wo ich dann das neue Yo-Kai Watch sehen würde. Vielleicht heißt, nennen wir es Yo-Kai Watch Go. Nee, scheiße, das gibt's ja schon. In dieser Pokémon Go-Verschnitt. Aber, ne, ein neuer Storystrang. Mit neuen Charakteren, frischer Wind. Und dann vielleicht auch im Anime. Das ist mein Wild Guess. Was sagen Sie? Schreiben Sie es in die Comments hinein. Ein wildes Thema, muss ich sagen. Und ich finde gut, dass ich da im Kopf so gerattert habe. Aber ich werde das auch wahrscheinlich ja alles schon in diesem einen Video erzählt haben, das vor Tagen kam. Von daher, hauen Sie rein und machen Sie es gut. Und tschüss.